Hi, herzlich willkommen zu Dingen, die uns beiden unangenehm sind. Im letzten Video habe ich euch den Wahoo Element Room V2 gezeigt. Ich war mega unzufrieden, also schaut euch dieses Video an, falls ihr euch dieses Gerät kaufen wollt und bildet euch eure eigene Meinung. Auf jeden Fall, ja, milchiges Display, fand ich nicht gut, hat mir überhaupt nicht gefallen. Ist ein grober Glotz, für 400 € erwarte ich ganz ehrlich mehr. Was habe ich euch mitgebracht? Genau, den Garmin Edge 1040 Solar. Ich werde das Teil, weil es auch gewünscht wurde, mit dem Wahoo Element Bolt vergleichen. Natürlich sind das ganz andere Welten. Man kann Spöhn und Äpfel nicht miteinander vergleichen. Es ist andere Software, es ist eine andere Herangehensweise. Wahoo hat den Ruf, es ist einfach, es ist übersichtlich und das gefällt vielen von euch. Trotzdem möchte ich euch heute die Unterschiede vom Display zeigen, weil darum wurde ich auch gebeten und zum anderen ist es, glaube ich, sinnvoll. Jetzt richtig Krise. Garmin hat an seinen Schwächen gearbeitet und hat den Edge 1040 und den 1040 Solar rausgebracht. Und was dieser Hammer, der Wahoo Bolt V2 und der Garmin 1040 Solar miteinander zu tun haben, das erfahrt ihr am Ende des Videos. Nein, ich bin nicht bekloppt. Aber packen wir den ganzen Spaß mal aus und ich werde das Ding testen und werde euch dann nach einem Tag testen zumindest mal sagen, wie ist das, wie ist die Übersicht, hat sich das Menü zum 1030 verbessert und viele beschweren sich, dass der Wahoo oder dass der Garmin zu sehr glänzt. Ich finde das Touchplay eigentlich ganz okay beim Garmin. Und schauen wir uns den ganzen Spaß einfach an, bevor ich jetzt ewig weiter laber. Ich persönlich bin ja der Meinung, sowas wie Unboxing muss eigentlich heutzutage echt nicht mehr sein. Allerdings ist mir gleich aufgefallen, das Gerät hat sich echt verändert. Die Aufnahme ist mittlerweile aus Metall. Weil früher sind diese Nasen sehr gerne abgebrochen. Das kann mittlerweile nicht mehr passieren. Das Gerät ist schmaler geworden im Vergleich zum 1030 Plus. Es ist eigentlich relativ leicht. Die größten Schwächen von Garmin waren in der Vergangenheit, das Routing ist schlecht oder man ist nicht so flexibel. Das heißt, wenn du nach 200 Kilometern merkst, du fährst jetzt nach Hause, dann kannst du zwar über Garmin den Weg nach Hause navigieren, aber nicht über Komoot. Kleines Update aus dem Cockpit. Mittlerweile kann ich auch während einer Aktivität eine Route, die ich gerade auf Komoot geplant habe, über die Connect-App an Garmin schicken. Klappt alles wunderbar, soll übrigens auch mittlerweile beim 1030 und 1030 Plus wunderbar funktionieren. Der Akku allgemein hält nun mal ewig. Das ist ein riesengroßer Vorteil bei Garmin. Vor allem bei dem, ich habe jetzt Solar drin und für meine Langdistanzradfahrten ist das, glaube ich, ziemlich perfekt. Wie das Routing allgemein ist, man sieht Points of Interest, es wird einem sehr viel angezeigt, das Gerät kann eine ganze Menge. So, ich habe den nervigsten Teil überhaupt erstmal übersprungen, und zwar die Einrichtung des Geräts. Es funktioniert alles wunderbar, Garmin sagt dir echt, wie du was machen sollst, du brauchst nur diese Connect-App und dann kannst du deine Sensoren koppeln. Geht alles ganz bequem, kostet halt nur ein bisschen Zeit. Garmin hat auch aus seiner Vergangenheit gelernt, hat das ganze Menü, die Software geändert und natürlich, wie man sieht, allein jetzt schon hier im Licht, es spiegelt sich halt ganz anders. Was außerdem ziemlich praktisch ist, ich kann auch meine Wahoo Rival koppeln. Wie man sieht, mein Brustsensor ist erkannt. Das finde ich sehr gut. Hab das Garmin Varia gekoppelt. Der ganze Plan dieses Videos ist eigentlich, dass ich mich jetzt noch ein bisschen damit beschäftige. Morgen werde ich mal damit fahren, hab eh vor zu graveln und Montag fahre ich nochmal und dann zeige ich euch draußen, wie alles funktioniert, ob ich damit klarkomme oder ob ich erste Probleme sehe. Was ich auf jeden Fall schon mal zu dem Gerät sagen kann, es hat mich echt überrascht, wie intuitiv das neue Menü ist. Es ist super angenehm, alles funktioniert automatisch. Wenn du am Berg bist, dann wird dir der Berg angezeigt, dann siehst du, wie hoch die Steigung ist. Du siehst, wie viele Höhenmeter du noch vor dir hast. Das Garmin kannst du mit Solar laden. Ich habe auf 8 Stunden, 9 Minuten gewonnen. Ist nicht viel, aber wenn du überlegst, du bist einen ganzen Tag unterwegs und jetzt ist es Herbst, ich war im Wald, es ist dunkel. Dafür ist es vielleicht ganz okay. Und ja, wir schauen uns den ganzen Spaß gleich mal an und dann geht's raus in den Wald. Außerdem werden dir auch Abbiegehinweise rechtzeitig angezeigt, das heißt so ca. 150, 200 Meter vorm Abbiegen wird dir genau angezeigt, wie und was. Es erscheint automatisch die Karte, das fand ich sehr positiv. Der einzige große Nachteil im Ding ist, dass das Display natürlich ziemlich spiegelt. Halt, stopp! Für dieses Problem gibt es eine wunderbare Lösung. Es gibt nämlich eine matte Schutzfolie fürs 1030 und 1040, natürlich auch fürs Solar. Die klebt man einfach drüber und schon spiegelt das Ding nicht mehr wie Hulle. Gibt es zum Beispiel bei Enjoy Your Bike im Shop.
So, ich befinde mich gerade auf Komoot und plane die heutige Strecke. Das Coole ist, mittlerweile gibt es bei Komoot auch eine Trailansicht. Das heißt, überall wo diese kleinen grünen Punkte sind, kann man sehen, wie ist der Belag, wie ist der Untergrund. Und das ist ein ziemlich tolles Update. So, und wie gesagt, Garmin hat das Menü komplett geändert. Ich habe jetzt zum Beispiel zwei Profile, also das sind die ich mir gespeichert habe. Einmal Gravel, einmal Rennrad. So, natürlich haben wir im Bereich Gravel ganz andere Streckenführung als im Rennradbereich. So, wie man sieht, jetzt haben wir hier auf dem Garmin meine beiden Strecken, die ich jetzt nur drauf habe. Das ist die heutige Tour. So, jetzt gehe ich auf Gerät exportieren. Bam, jetzt habe ich sie runtergeladen. Öffne sie mit Garmin Connect. Natürlich Gravel. Fertig. Ans Gerät senden. Garmin 1040. Und wer von euch jetzt zum Beispiel eine Wahoo Rival nutzen sollte, das Tolle allgemein ist, dass man auch den Puls von der Uhr auf das Garmin übertragen kann. Dazu geht man auf das Menü, dann geht man auf Übertragung und jetzt müssen wir einfach nur die Herzfrequenz aktivieren. Man kann sich bei den Garmin echt einiges einstellen. Also du kannst zum Beispiel auch besseres GPS einstellen, dieses Multi, was auch immer. Ich nutze jetzt den Mix aus bester Akkuleistung. Und ich bin auf jeden Fall ziemlich überrascht, wie viel Mühe sich Garmin mit dem 1040 und den 1040 Solar gegeben hat. Wie gesagt, ich finde das Menü sehr gut. Alle Bereiche, alles was man braucht, Abbiegehinweise, Anstiege erscheinen automatisch, verschwinden dann auch wieder automatisch und ist eigentlich ziemlich cool. Und die Navigation, du kannst sie so einstellen, dass du Auto-Routing machst. Das heißt, wenn du vom Track runterkommst, wirst du sofort umgeleitet. Du kannst es natürlich auch so einstellen, dass du erst gefragt wirst, was du machen willst, oder kannst es ausstellen. Du hast eigentlich sämtliche Optionen, die du willst. Und der große Vorteil von Wahoo war ja immer, dass man das Gerät halt auch mit Handschuhen bedienen kann, weil wir ja kein Touchdisplay haben. Allerdings kann man bei Garmin das Touchdisplay auf Handschuhe einstellen, dann ist es nicht so mega empfindlich. Man kann bei Regen fahren. Ging alles wunderbar beim 1030 und ich kann auch hier wunderbar oder einigermaßen wunderbar mit Handschuhen umher swipen. Geht alles und es ist machbar. So, wir befinden uns mittlerweile auf der besten Trainingsplattform überhaupt, genau draußen. Jetzt gucken wir uns das Garmin mal draußen an. Also wie gesagt, das Display spiegelt ein bisschen, aber in echt ist es gar nicht so schlimm. Das Praktische an dem Gerät ist, man kann die Helligkeit auf Auto stellen oder man kann sie jetzt selber hoch und runter regeln. Das ist ganz dir überlassen. Leider spackt meine Kamera mal wieder rum. Die Akkus sind mittlerweile ziemlich runtergeranzt. Wir fahren mal weiter und ich zeige euch gleich die Abbiegehinweise. Wie gesagt, eigentlich navigiert das Ding wirklich wunderbar. Alles erscheint automatisch genau dann, wenn du es brauchst, beziehungsweise rechtzeitig. Man kann entweder dauerhaft mit der Karte fahren, man kann sich die Stats anzeigen lassen, die man möchte. Wenn man jetzt nur Geschwindigkeit, Leistung und Co. sehen möchte, macht man halt bloß 3 Felder. Möchte man 20 Dinge auf einmal sehen, macht man ja genug Felder, um alles auf einmal zu sehen. Das Positive allgemein, aber das war schon immer an Garmin, du hast mehrere Benutzerkonten. Das Gute an Garmin, so, jetzt wird mir gleich die Karte angezeigt zum Navigieren. Also genau dann, wenn ich sie brauche. Und genau ist es halt auch am Berg. Wenn du in den Berg reinfährst, siehst du die Höhenmeter, siehst deine Stats und alles das, was du brauchst. Und auf jeden Fall muss ich sagen, ich bin sehr positiv von dem Gerät überrascht, dass es das mitbringt, was man von einem Flaggschiff erwartet. Es ist sehr intuitiv, also man findet eigentlich alles recht schnell. Man hat eine gute Menüoberfläche, es ist alles schön sortiert und wie gesagt, so kompliziert ist es nicht. Das mit der Connect-App
ist vielleicht eine Welt für sich, aber als ich mit Wahoo angefangen habe, kam ich damit auch nicht klar. Und das war's von dem Video. Mein Akku ist eh fast alle. Ich gehe jetzt Fahrrad fahren und wir sehen uns.